So Leute, willkommen zu Part 35 von Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Auf dem Weg in die Kaisergruft. Und wie ihr seht, versuche ich es hier on-screen sozusagen nochmal. Lass mich jetzt einfach mal nicht unterkriegen. Auch wenn die Kamerasteuerung es echt nicht leicht macht. Knapp, aber hat funktioniert, Leute. So. Okay. Nein. Wir bleiben in die. In die. Geschafft, Leute. Knapp, aber geschafft. Hoi, hoi, hoi. So, jetzt sind wir wieder rausgekommen. Ich glaube, hier auf der linken Seite ist jetzt... Danke, Mai Ying, dass du mir geholfen hast. Grrr. Hier ist eine Tür aufgegangen. Okay. Okay. Mama. Mai Ying hat ja irgendwas von schwarzen Drachen gefaselt. Und sie ist ganz entspannt da hinten. Na, wäre ich auch, wenn du hier... Wenn du hier durchs Feuer müsstest. Okay, da muss ich springen. Was ist denn das? Okay. Hat jetzt irgendwie geklappt. Autsch. Die ist ganz leicht in Flammen. Aber es hat geklappt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie die Tür öffnen, damit Mai Ying rüberkommen kann. Aha. Wir dürfen der Dame sozusagen die Tür öffnen. Aha. Ah, oh. Ein Brunnen. Den nehme ich jetzt gerne mal mit. Ja, gut, müssen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig, aber ein bisschen. Ein bisschen hat man ja Feuer gefangen. Einfach eine heroische Musik, Leute. Oh. Die Tür geht wieder zu. Ist das jetzt was Gutes? Mai Ying, wo bist du? Hier bist du, Mai Ying. Die Tür ist zu. Die Tür ist aber aufgegangen. Sonst noch irgendwie die Türen auf. Mai Ying steht da hinten so allein und verlassen. Warum tut sie das? Das sind irgendwelche glühenden Kugeln oder Perlen oder so. Oh. Okay. Hier sind Totenschädel. Das kennen wir ja am Anfang vom Spiel noch. Was darf ich denn mit den Totenschädeln machen? Ich werfe aber wohin? Ja, das war jetzt relativ klar. Ich habe jetzt mal die Idee, kann ich die Kugeln ausschalten, indem ich sie sich gegenseitig elektrifizieren lasse? Gucken wir mal. Da ist so eine Art Heiltrank oder so, könnte das sein? Und die Musik ist jetzt auch cool. Mit diesem Chor. Ich weiß es nicht genau. Oh, nee. Aha, daneben. Was muss ich hier tun? Werf mal weit. Nee, bringt auch nichts. Ich versuche mich mal unten durchzurollen, Leute. Ja, das hat ja super funktioniert. Auf jeden Fall ist das ein Heiltrank. Och, und das geht hier um die Ecke weiter. Okay, Indy, alles klar. Hier geht's nicht so gut.
Ja, das ist jetzt einfach mal wieder die Kategorie, Leute, Indie forscht. Ah, sieht das so richtig aus oder ist diese Kugel hier nicht erleuchtet? Oder ist das eine optische Täuschung im Spiel? Es ist wohl eine optische Täuschung im Spiel. Ich hab's noch nicht verstanden, Leiter, Leute. Ich hab's noch nicht verstanden. Ich weiß es nicht, Leute. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier grandios sterben werde. Aber ich versuche mal, da durchzukommen. Einigermaßen durchgekommen bin ich. Ich weiß jetzt aber nicht, was ich da hätte tun sollen. Außer, dass ich hier Schädel habe zum Sammeln noch und nöcher. Da ist wohl auch ein... sind Seitengänge. Oder nur Mulden oder so. Aber was... was kann ich da tun? Wie kann ich... da kann ich da irgendwie weit werfen und dann kann ich da Strom abziehen oder so. Nee, das sieht nicht so aus. Ah, vielleicht doch. Vielleicht doch. So, vielleicht. Ah. Oh, da ist nochmal Brunnen. Jawohl. Sehr labyrinthhaft, Leute. Okay. Jetzt spielt die Kamera mal wieder nicht mit. Ah. Okay. Na, eigentlich wollte ich das jetzt nicht, aber... in die Kamera. Hallo Kamera? Erde an Kamera? Das lässt er mich... super, die Kamera lässt mich nicht drehen. Ich kann auch nicht werfen. Ich kann loslassen, juhu. Ja. So Leute, da bin ich wieder und habe wieder an diese Stelle gespielt nach dem Neuladen. Und ich muss das Spiel in Schutz nehmen, dass Indie nicht mehr so sich bewegt hat, wie ich wollte, lag dann doch eher daran, dass bei meiner Maus die Batterien ausgewiesen sind. Sorry Spiel, ich habe dich zu Unrecht beschuldigt. Weil dann... ne? Das wollte ich jetzt... eigentlich nicht. Das war jetzt nicht die Schuld vom Spiel. Ah. So Leute, aufgrund meiner grandiosen Ungeschicklichkeit sind wir wieder hier und ich versuche jetzt mal hier runter. Ja. Ja, das war nicht so klug. Hey Leute, da bin ich wieder und zwar dieses Mal ein Stückchen weiter vorne, denn per Zufall einmal umschauen. Guckt mal, was ich da unten gefunden habe. Da gibt's was Interessantes zum Einsammeln.
Also Leute, ihr dürft mich gerne, wirklich gerne Mr. Fail nennen, aber es ist nicht nett vom Spiel, dass ich jedes Mal das komplette Level neu spielen muss. Und wenn dann die in Anführungszeichen unoffensichtlichen Fallen dazu führen, dass man wirklich jedes Mal wieder 5 Minuten... Bingo! Bingo, Shang-Statue, okay. Komme ich da jetzt wieder rauf? Ich bin so stolz, Leute. Jawohl. Dass ich das jetzt hierher geschafft habe. Und, na, also das ist wirklich... Ich versuch's mal hier jetzt als erstes. Weil das wahrscheinlich keine gute Idee war. Ich kann mich hier nämlich nicht entlang schwingen. Und habe auch keinen Totenschädel, meine ich. Ja Leute, wie ich schon mal gesagt habe, ihr dürft mich gerne Mr. Fail nennen, aber ich weiß halt nicht, ob es so eine kluge Entscheidung ist, ein Spiel so zu designen, dass man sich ehrlich gesagt nichts mehr traut zu machen, ohne dass man gleich 10 Minuten nachspielen muss und das dann 7 Mal hintereinander, also dieses Level da unter Tage, wo diese Blöcke aus der... Wand geschossen komme, das kann ich jetzt echt nicht mehr sehen, aber ich muss es immer wieder machen. So Leute, neuer Versuch. Ich weiß nicht, Leute, wie viele Fails ich euch nicht zumute von mir, wie viel ich also auf gut Deutsch rausschneide. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es nervt doch ziemlich. Ganz ehrlich. Gut. Jetzt sind wir hier, Leute. Das hört sich jetzt zwar so an wie, hey, du hast es geschafft, Indy, aber ich traue dem Frieden noch nicht. Ich muss gestehen, hier an dieser Stelle ist meine Frusttoleranzgrenze. Vielleicht hätte das was geholfen, Leute. Ich habe mich, das ist genau das Problem jetzt, was ich gesprochen habe. Ich habe es mich ehrlich gesagt nicht getraut auszuprobieren, weil dann habe ich gedacht, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich wieder einen Fail auf der Kappe. Und ich glaube, so sollte ein Spiel nicht sein. Mai In, bist du auch mal wieder mit von der Party? Okay, da gehst du Treppe runter. Autsch! Na komm, du wirst dich doch jetzt nicht mehr lange wie das Paar Cheng wehren können, oder? Doch komm, wie viel hält denn dir aus? Ich hab das Gefühl, Mai Ying erledigt die alle. Es ist wirklich so. Ich krieg nicht... Das hat aber gedauert, Leute. Ah. Okay. Euch hat man doch schon mal. Ey, ich wollte noch zum Brunnen. Der Spiegel führt Sie eben gerade mal zum Eingang der Gruft. Okay. Der Spiegel führt uns dahin. Aber als erstes will ich das auffüllen.
So, Pajeng. Du bist doch normalerweise meine Ultrawaffe, meine Superwaffe. Ist übrigens sehr schön hier, sehr schön gemacht. Und sorry Leute, wenn ihr ein bisschen einen genervten Need Games erlebt, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Was war das, Leute? So Leute, der Spiegel führt uns im Eingang im Grab zur Gruft irgendwie. Der Spiegel der Träume. Ah. Oh. Ah, das hat uns letztes Mal im letzten Versuch getötet. So, Maiing. Kannst du uns folgen? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Autsch. Okay, ein bisschen Schaden genommen, aber überlebt. So, auf ein neues. Ein letztes Mal noch in diesem Part. Ich fürchte, dann ist meine Frustrationstoleranzgrenze. Wie soll ich sagen? Erschöpft. Also ich sehe jetzt nur, dass die beiden hier angehen, aber der dritte geht nicht an. Ja, okay. Ne? Okay. Hat geklappt. Hat soweit geklappt. Ah, okay. Uff. Leute. Ja, ist schwierig, Leute. Ist wirklich schwierig. Weil, das Spiel an der Stelle natürlich jetzt vor allem in diesem Level hier wie soll ich sagen? Millimeterarbeit erfordert. Und kaum Abweichungen verzeiht. Und, wenn man dann immer alles 100-mal wiederholen muss, steigert das den Spielspaß nicht so besonders. Ihr könnt natürlich gerne anführen, dass... okay, wenn ich jetzt aber den Spiegel aus der Hand nehme, weil ich die Peitsche in die Hand nehme, dann sieht das aber gar nicht so gut aus. Dass das natürlich realistischer in Anführungszeichen ist. Aber... ist trotzdem schlecht für den Spielspaß, ganz ehrlich. Kann ich? Bin ganz vorsichtig. Treppe rauf. Nicht zu schnell. Nicht zu langsam. Könnte das sein, dass ich jetzt hier... dass sich das hier ganz gut darstellt. Wo auch im... Ah, hier ist ein Hebel. Zum Ziehen. Jawohl. Klappe drauf. Jawohl, Maiing, du kannst kommen. Gut, Leute. Hallo, Leute. Dass die Frauen auch immer so übereifrig sein müssen... Okay, Leute. Autsch. Ah.